Willkommen zu einer neuen Folge von Feuerwehr 2014, die Simulation. Ja, in der letzten Folge haben wir erfolgreich einen Brand gelöscht. Und ich hoffe... Hast du den Wagen gesehen? Wer hat sich den... Was ist das denn? Einfach mal so über die Straße gehen, ja? Ah, schon wieder einer. Das ist ja nicht besonders gut. Ich hoffe, das können wir jetzt erfolgreich weitersetzen, oder diese Erfolgsserie können wir weiterführen. Ja, wir haben jetzt schon 12 Stunden Schicht hinter uns bald, beziehungsweise jetzt gerade 11 Stunden natürlich, ne? Aber sieht also alles ganz gut aus. Ich wollte jetzt schnell mal den Feuerlöscher wieder auffüllen, damit wir da auch kein Risiko eingehen. Denn das ist scheiße, wenn kein Hydrant in der Nähe ist, du trotzdem irgendeinen Brand löschen musst und dann kein Feuerlöscher hast. Das ist kacke. Das ist richtig kacke, ist das. So, setzen wir mal vorbildlicherweise den Blinker, auch wenn wir auf der falschen Spur fahren. Aha, müssen wir jetzt mal anders machen. So, und dann vorbildlich fahren wir hier über das Stück Rasen, um abzukürzen. Das muss jetzt mal sein. Und dann pflanzen wir uns hier hin. So, wo ist der Feuerlöscher? Ich glaube auf der anderen Seite. Hier. Genau. Vielleicht sieht man jetzt, wie lange ich schon mit diesem Fahrzeug gefahren bin. Ja. So. Man kennt also jetzt langsam sein Gefährt hier. Und sonst gibt es, glaube ich, nichts, was wir jetzt noch erneuern müssten. Gut, okay, dann... Entschuldige. Alles senkrecht? Alles senkrecht? Hallo. Vorsicht! Wie geht's? Gehen wir mal ein bisschen trainieren, würde ich sagen. Auch die Fitness. Wir haben sowieso ein bisschen... Verlust oben. Weil wir ein bisschen zu nah am Feuer waren, glaube ich. Oder im Ruß standen. Das ist natürlich nicht so eine sinnvolle Idee, das gebe ich auch zu. Und ja, das ist halt jetzt so ein bisschen die aktuelle Lage. Ah, jetzt sind wir. Ah, machen wir einfach nochmal. Dann sind wir ganz voll. Oh. Von der Stadtautobahn kam eine Alarmierung rein. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Eine leichte Rauchentwicklung. Also ist nicht wieder der Wohnungsbrand. Mal gucken, wann der kommt. Je später in der Nacht, desto schlimmer. Weil dann sieht man nichts. Ich bin der Einzige, ne, der darauf zugeteilt ist. Jo, wollen wir mal los. Ach ne, Autobahn. Die liebe Zeit. Voilà, wir müssen jetzt rangieren. Jetzt bin ich erst in die falsche Richtung gefahren, das heißt, das ist etwas schwierig. Genau, da müssen wir einfach... Autobahn bin ich eigentlich so erst einmal gewesen, glaube ich. Und da habe ich mich auch gefreut, dass ich da war. Da war ich nämlich mit dem Wechsellader da. Da musste ich nur ein bisschen Öl aufsaugen. Ja. Jetzt ist eine leichte Rauchentwicklung festgestellt worden. Mal gucken, was das jetzt ist. Homepage bekam ich eine geniale Fehlermeldung. So. Fehler beim Knall-Altbrief. Das sah sich erstmal wie ein Ochs vorm Berg. Dann dürfte jetzt gleich eine Map-Überblendung stattfinden im herrlichen Sonnenuntergang. Ja, Romantik kommt hier nicht zu kurz. Ich muss mal wieder einhändig fahren. Mache ich sowieso immer, aber jetzt muss ich gleich mit links in linker Hand fahren. Oder ich mache das... Moment. Wir müssen... Du kannst ja sagen, was du willst. Aber die Musik von Markus fände ich... Ich glaube, ich muss jetzt mal was Böses tun und in die falsche Fahrtrichtung fahren. Weil da der Brandherd ist. Genau. Aber die fahren ja auch ziemlich langsam alle. Ich fahre mal lieber auf der Seite, dann fahren die alle vorbildlicherweise auf die Seite. Genau, dann ist das ein bisschen sinnvoller. So.
Gestern beim Arbeiten in meiner privaten Homepage. Gut, das klappt ja schon mal ganz gut. Es hieß, Fehler beim Knall 3 Betrieb. Das sah sich erstmal wie so vom Berg. Gemeint war Fehler am POP3 Server. Und jetzt sollten wir auch schon da sein. Florian 7 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort. Kurz gucken. Also es ist wohl irgendwie an der Seite, an der Raststätte oder an dem Campingplatz oder was das da ist. Also fahren wir mal hin. So. Wo ist denn hier? Ach, da. Ein kleines Brändlein. Gut, dass wir den Feuerlöscher aufgefüllt haben. Seitdem wir einen Einsatz und damit eine ganze Schicht verkackt haben, nur durch einen leeren Feuerlöscher, bin ich da sehr, sehr panisch. Ja, brennende Mülltonnen. Aber die Location ist cool. So. Florian 7 an Leitstand. Gut, Einsatz wurde fertig. Erfolgreich beendet. Den müssen wir natürlich... Ah, wie das aussieht, das sieht doch mal herrlich aus. Tä. Das sieht richtig genial aus. Finde ich. So. Klappe zu. Und dann machen wir Blaulicht aus. Huch. Waren da eben noch nach Zombies? Jetzt sitze ich hier im Feuerwehrinsatzfahrzeug. Und fahren wir unerlaubterweise hier wieder irgendwie so auf die Fahrbahn. So, okay. Dann mache ich mal wieder ein bisschen raus, damit wir zur Feuerwehrwache zurückkommen. Ne? So. Gut. Dann hoffe ich, dass das so erfolgreich weitergeht und nicht jetzt der Wohnungsbrand kommt. Ich habe richtig Schiss davor. Ich habe Schiss davor, dass jetzt gleich der Einsatz kommt und dann heißt es auf zur Wohnung. Ja. Dann, ja. Also ungefähr weiß ich noch, was man machen muss. Aber da ich das ja noch nicht erfolgreich gemacht habe, weiß ich nicht, ob es richtig ist, was ich mir vorstelle, was man machen muss. Balla. Rangerumst, ja. Im Lagerraum hinter der Decke. Ich, ja, wenn wir gleich noch Zeit haben, dann gehen wir mal in den Lagerraum hinter den Deckenraum oder Deckraum oder irgendwie sowas. So. Es wird grün. Ich habe mich im letzten Moment noch dazu entschieden, du könntest ja jetzt auch bremsen, du bist ja jetzt nicht im Einsatz. Aber ich dachte mir, scheiß drauf. Ja. Dafür kann man mich jetzt verurteilen in den Kommentaren. Wird man wahrscheinlich auch, zu Recht. Aber das war mir jetzt wert. So, Feuerlöscher austauschen. Das gute alte Ritual. Jetzt hier hin. Zapp. Und hier wieder reinstellen. Klappe zu. Ja. Ah, hier ist dieses Maschinenöl. Den füllen wir mal auf. Man kann ja nie wissen, ob man das nicht mal wieder braucht. Wahrscheinlich hier vorne wieder. Einsatzbefehl für Florian 7 von der Stadtautobahn. Kam eine Alarmierung rein. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung. Ach, wieder eine leichte Rauchentwicklung. Ich sehe schon kommen, dass der Wohnungsbrand nicht mehr gemacht werden muss. Florian 7 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Perfekt. Obwohl wir da erst gerade herkommen. So, verwirrt noch mehr. Dieses Spiel ist übrigens nichts für Epileptiker. Also das muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Denn in der Nacht Blinklicht, ja, das ist, glaube ich, der Tod. Ja.
Oder man lässt die Feuerwehr einfach mal durch, ne? Da kann man sich entscheiden. Entweder man fährt selbst, denn man hat Termine und wird umgefahren. Oder man lässt die Feuerwehr einfach mal ein paar Sekunden durch. Und hat dadurch keinen Schaden und hat sogar noch was Gutes gemacht. Ist das jetzt der gleiche Einsatz wie eben? Hat sich wieder entzündet oder was? So, hier müssen wir irgendwie rum. Das sieht so aus, ne? Ist an der gleichen Stelle. Mit dem Einbrecher die Tage mitbekommen, den hat die Polizei einfach nicht gesehen. Der war laut Schlösser wohl an die Geschichte. Ja. Aber die Schicht geht langsam zu Ende. Und ich bin ganz zufällig. Es ist die ganze Zeit irgendwie so die Furcht vor dem Einsatz. Ist exakt an der gleichen Stelle der Einsatz. Witzig. Dachte ich nicht, dass das geht. Hast du das mit dem Einbrecher die Tage mitbekommen? Den hat die Polizei so nicht fassen können. Und dann müssen wir hier rein. Wohl an ihrer Geschichte. Florian Sieg, ach ja. Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Genau der gleiche. So witzig. Nee, ich glaube, das ist. Doch, das könnte hier sein. Ja. Der ist ja auch der Feuerlöscher. Warum nimmt denn nicht mal ein. Oh. Ein Autofahrer selber einen Feuerlöscher in die Hand und löscht das schnell. So schwierig ist das doch nicht. Die paar Euro, die man für einen Feuerlöscher zahlt. Florian 7 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Genau. Melde den Einsatz hiermit ab. Okay. Ist falsch. 4.08 Uhr. Noch 4 Stunden bis zum Schichtende. Ah, hoffentlich müssen wir nicht. Jetzt mache ich es auch mal korrekt. Hoffentlich müssen wir nicht den Wohnungsbrand machen. Das war übrigens ziemlich gute Arbeit gestern. So. Gut, gut. Ich habe mir heute auch extra viel Zeit für dieses Spiel genommen, denn an dem Tag, an dem ich das jetzt gerade aufnehme, schreibe ich auch gleichzeitig den Test des Spiels oder zum Spiel und nehme den natürlich auch auf und so, aber erstmal soll er natürlich geschrieben werden und dazu muss ich das Spiel erstmal spielen und deswegen dachte ich mir, spiele ich das einfach mit Let's Plays komplett durch. Oder versuch's zumindest. Ich weiß nicht, ob das hinhaut bis morgen. Und dann wird der Test gemacht. Ist eigentlich ziemlich geschickt so, finde ich. Aber wird sich zeigen. Mann, bin ich müde. Dazu sagen, es ist Samstag. Ich bin früh aufgestanden. War im Studio. War aber dann nicht mehr drin. Aber es war sehr schwül heute. Die anderen waren noch drehen. Niklas und Florian haben zusammen einen Test zum Your Way oder Huawei oder Huawei oder sowas gedreht. Florian 7 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. So. Da sind wir wieder. Ich wollte ja nochmal die Dinger hier angucken. Die ganzen. Gibt es hier noch irgendwas, was man aufnehmen kann? Ach, hier sind die Sauerstoffflaschen, gut, okay. Ja gut, das scheint ja dann gewesen zu sein. Ich würde jetzt gern schlafen. Ich weiß nur immer noch nicht, wo mein Bett ist. Also muss irgendwo hier auf der Etage sein, aber... Hier ist ein Büro. Wieder ein Büro. Das ist, glaube ich, die Dusche. Ich kann nicht öffnen. Hier ist wieder ein Büro. Hier ist ein Bett. Moin. Aber nicht mein Bett. Morgen. Morgen.
noch. Ach, nicht mein Bett. Was ist hier? Ah, hier ist mein Bett. Okay. Perfekt. 4 Stunden geruht. Und jetzt kann ich einfach die Schicht beenden, oder was? Hallo. Dann scheinen wir es tatsächlich geschafft zu haben. Ohne Wohnungsbrand. Hallo, moin. Alles senkrecht? Gut, okay. Wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.